Die Prophezeiung. Die Gefährten eilten zu den Ställen. Wie ihnen Gurgi bereits gesagt hatte, war eines von Runes Pferden verschwunden. Von Akren fehlte jede Spur. »Lass mich Melindlas satteln«, drängte Taran Gwydion. »Ich kann sie einholen.« »Sie reitet direkt nach Anuvin«, platzte Flevdor heraus. »Ich habe dieser Frau nie getraut. Bei Belin, wer weiß, was für verbrecherische Pläne sie hat.« »Die ist fort und polstert ihr eigenes Nest, da könnt ihr sicher sein.« »Akren reitet wahrscheinlich in ihren Tod«, sagte Gwydion. Er sah grimmig aus, wie er so zu den Hügeln und den kahlen Bäumen hinüberblickte. »Außerhalb von Caer Dalben gibt es für sie keine Sicherheit. Ich möchte sie retten, aber ich wage nicht, meine Suche zu verzögern.« Er wandte sich an Dalben. »Ich muss Herrn Wens Orakelspruch hören. Er ist mein einziger Anhaltspunkt.« Der Meister nickte und führte die Gefährten zum Wohnhaus. Der alte Zauberer trug noch immer die nutzlosen Splitter der Runenstäbe und den Fetzen Pergament in der Hand. Er betrachtete die wertlosen Holzstücke eine Weile. Dann sprach er: »Herrn Wen hat uns erzählt, was sie konnte, und das ist alles, so fürchte ich, was wir je von ihr erfahren werden. Ich habe die Zeichen, die sie ausgewählt hat, genau betrachtet, denn ich hoffte, ich hätte sie anfangs falsch gedeutet.« Er hielt die Augen gesenkt, sein Gesicht war verschlossen und er sprach mühsam, als müsste er um jedes Wort ringen. »Ich fragte, wie Dürnwün zurückgewonnen werden könne. Hört ihre Antwort. Frag eher stummen Stein und fühllosen Fels. Das ist Herrn Wens Botschaft, die ich aus dem ersten Runenstab ablese«, sagte Dalben. »Ob es eine Weigerung ist, zu sprechen, ob es eine Prophezeiung ist, ob eine Warnung, weiter zu fragen, das kann ich nicht entscheiden. Doch die Zeichen des zweiten Runenstabes bezeichnen das Schicksal Dürnwünds selbst.« Taran trafen die Worte des Meisters wie Schwerthiebe. »Verlöschen wird Dürnwünds Flamme, verderben seine Kräfte. Nacht wird zum Tag, Flüsse flammen in gefrorenem Feuer, ehe Dürnwünd zurückgewonnen wird.« Der alte Zauberer senkte den Kopf und schwieg. »Der dritte Stab«, fuhr er schließlich fort, »wurde zerstört, bevor Herrn Wen ihre Botschaft beenden konnte. Vielleicht hätte sie uns noch mehr berichten können. Kaum aber wäre das dritte Orakel günstiger gewesen.« »Das Orakel macht sich über uns lustig«, sagte Taran bitter. »Hen hat die Wahrheit gesagt, aber ebenso gut hätten wir einen Stein um Rat fragen können.« »Und der hätte uns vernünftigere Dinge berichtet«, rief Elonvi. »Hen hätte gleich sagen können, dass alles verloren ist und wir Dürnwün nie wieder bekommen. Die Nacht kann nicht zum Tag werden, und das ist das Ende.« »Auf allen meinen Fahrten«, fügte Flevdu hinzu, »habe ich nie auch nur den winzigsten Bach in Flammen gesehen, ganz zu schweigen von einem Fluss. Die Prophezeiung ist zweifach unsinnig.« »Trotzdem«, sagte König Hohn begeistert, »wäre es nicht fantastisch, das zu erleben? Ich wünschte, es würde tatsächlich passieren.« »Ich fürchte, darauf wirst du verzichten müssen, König von Mona«, sagte Dalben. Seine Stimme war schwer geworden. Gwydion hatte währenddessen schweigend am Tisch gesessen und gedankenverloren mit den Holzsplittern gespielt. Nun erhob er sich und sagte zu den Gefährten: »Herrn Wens Prophezeiung ist entmutigend. Ich habe etwas anderes erhofft. Aber wenn es keine Hilfe von Orakeln gibt, dann müssen die Menschen selbst eingreifen.« Seine Hände schlossen sich um die Holzstücke. »Solange ich lebe, werde ich Dürnwün suchen. Die Prophezeiung hat keinen Einfluss auf meine Pläne. Ich muss jetzt nur noch schneller sein.« »Dann lass uns wenigstens mit dir gehen«, bat Taran und erhob sich. »Nimm unsere Stärke an, bis deine zurückgekehrt ist.« »Genau«, Flevdur sprang auf, »mir ist es egal, ob Flüsse brennen oder nicht. Wir sollen Steine befragen. Ich werde Aravan selbst befragen. Er kann einem Flammen nichts verheimlichen.« Gwydion schüttelte den Kopf. »Je mehr Leute, desto größer ist das Risiko. Ich muss es allein unternehmen. Wenn irgendein Leben aufs Spiel gesetzt werden soll, dann das meine.« Taran verneigte sich, denn Gwydions Worte duldeten keinen Widerspruch. »Wenn du es so wünschst«, sagte er, »aber vielleicht sollte Karf vorausfliegen. Schicke ihn nach Anuvin. Er wird schnell fliegen und Informationen zurückbringen.«
Gwydion blickte Taran an und nickte. »Du hast auf deiner Suche Weisheit gefunden, Hilfsschweinehirt. Dein Vorschlag ist gut. Kaf kann mir besser dienen als ihr und eure Schwerter. Doch werde ich nicht auf seine Rückkehr warten. Zu viel Zeit würde vergeudet. Er soll Anuvin erkunden, so gut er kann, und mich in König Smolts Festung im Kantreff Kadifor treffen. Smolts Reich liegt auf meinem Weg, und wenn Kaf kommt, wird bereits die Hälfte meiner Reise hinter mir liegen. Wir können wenigstens bis zu König Smolts Schloss mit dir reiten, schlug Taran vor, und dich beschützen. Zwischen Kaer Dalben und dem Kantreff Kadifor suchen die Häscher Aravans vielleicht noch immer nach dir.« »Diese feigen Galgenvögel«, schrie der Barde, »diese Meuchelmörder, sie werden mein Schwert zu spüren bekommen. Sie sollen uns nur angreifen. Hoffentlich tun sie es.« Eine Seite der Harfe riss mit schrillem Ton. »Nun ja, man redet halt so«, verteidigte sich Flevdolam. »Ich hoffe, wir begegnen ihnen überhaupt nicht. Sie könnten uns aufhalten.« »Niemand hat sich darum gekümmert, wie unbequem es für mich ist«, maulte Glev. Der ehemalige Riese war aus der Küche gekommen und sah sich verdrießlich um. »Wiesel«, knurrte Flevdur, »Dürn Vyn ist verloren. Wir wissen nicht, ob unser Leben in Gefahr ist, und der spricht von Bequemlichkeit. Er hat wirklich ein kleines Hirn.« »Da niemand davon gesprochen hat«, sagte Eilonvi, »nehme ich an, dass man mich nicht fragen will, ob ich mitkommen möchte. Sehr gut, ich werde nicht darauf bestehen.« »Auch du, Prinzessin, bist klüger geworden«, sagte Dalben lächelnd. »Die Zeit auf Mona war also nicht umsonst.« »Natürlich könnte mir der Gedanke kommen«, fügte Eilonvi hinzu, »dass ich, wenn ihr alle fort seid, einen kurzen Ausflug mache, um wilde Blumen zu pflücken, die selten sind, besonders weil es bald Winter wird. Wohlgemerkt, ich folge euch nicht, aber natürlich könnte ich vom Weg abkommen und zufällig auf euch stoßen. Dann wäre es allerdings zu spät, umzukehren. Mich treffe dabei nicht die geringste Schuld.« Gwydion lächelte. »So soll es sein, Prinzessin. Was ich nicht verhindern kann, das akzeptiere ich. Reitet mit mir, doch nur bis zu Smolzburg, Kaer Kadarn.« »Oh, Prinzessin«, seufzte Kol und schüttelte den Kopf. »Ich möchte Fürst Gwydion nicht widersprechen, doch es dürfte kaum einer Dame angemessen sein, derart ihren Kopf durchzusetzen.« »Sicher nicht«, stimmte Eilonvi zu. »Das war das Erste, was mich Königin Teleria gelehrt hat. Eine Dame besteht nicht darauf, ihren Willen durchzusetzen. Aber schließlich geschieht doch alles so, wie man es will, ohne dass man auch nur das Geringste dafür tun muss. Erst habe ich gedacht, ich würde es nie lernen. Dabei ist es ziemlich einfach, wenn man erst den richtigen Dreh heraus hat.« Taran holte Kaf von seiner Stange neben der Feuerstelle und trug ihn zur Tür. Diesmal plapperte die Krähe nicht vergnügt. Statt frech und übermütig herumzutoben, hockte sie auf Tarans Hand, neigte den Kopf mit den schwarzen Perlaugen und hörte aufmerksam zu, während Taran ihr den Auftrag erklärte. Dann hob er den Arm und Kaf schlug mit den glänzenden Flügeln. »Anuvin«, krächzte Kaf, »Dürn Vyn«. Dann flog er davon und war wenig später hoch über Kaer Dalben. Der Wind trug ihn wie ein Blatt und er flatterte einen Augenblick über den Gefährten. Dann wandte er sich nach Nordwesten. Taran folgte ihm mit den Augen, bis der Vogel in den düsteren Wolken verschwand. Schließlich wandte er sich traurig und besorgt ab. Kaf, dessen war er sicher, würde wachsam sein. Gefahren lauerten allenthalben: die Pfeile der Häscher Aravans, die scharfen Klauen und eisenharten Schnäbel der Gwitains, Aravans gefiederte Schreckensboten. Mehr als einmal hatten die Gwitains die Freunde angegriffen. Und auch die Nestlinge waren gefährlich. Taran dachte daran, wie er als Junge einem Gwitain das Leben gerettet hatte. Er erinnerte sich sehr gut an die spitzen Krallen. Und obgleich er Kafs mutiges Herz und seinen scharfen Verstand kannte, bangte er doch um seine Sicherheit. Mehr noch bangte er allerdings um den guten Ausgang von Gwydions Suche. Ihn erfüllte die vage Ahnung, dass Kaf noch schwerere Bedrängnis und schlimmere Nachricht zurückbringen würde. Man hatte vereinbart, dass, sobald die Freunde den großen Avren-Fluss erreicht hatten, König Run den missvergnügten Glev zum Schiff begleiten würde, wo er auf die Rückkehr des Königs von Mona warten sollte, denn dieser war entschlossen, Gwydion nach Kaer Kadarn zu begleiten.
Glev behagte es zwar weder, auf dem schwankenden Schiff kaltgestellt zu werden, noch auf den harten Kieselsteinen am Ufer zu schlafen. Doch aller Protest des ehemaligen Riesen konnte den König von Mona nicht dazu bewegen, seine Pläne zu ändern. Die Gefährten holten die Pferde aus den Ställen und Gwydion besprach sich zum letzten Mal mit Dalben. Die weise Melinga, Gwydions goldenmähnige Schimmelstute, wartete geduldig auf ihren Herrn. Melillas, Tarans Hengst, aber schnaubte ungeduldig und scharrte mit den Hufen. Ailonvi saß bereits im Sattel ihres Lieblingspferdes, dem Rotfuchs Luagor. In den Falten des Mantels verborgen, trug sie ihren kostbarsten Besitz, die goldene Kugel, die strahlend leuchtete, wenn sie sie mit den Händen umschloss. »Ich lasse die unbequeme Krone hier«, erklärte sie. »Sie ist völlig nutzlos. Höchstens als Stirnband kann sie dienen. Aber ich würde eher auf den Händen laufen, als meine Kugel zurücklassen. Außerdem könnten wir unterwegs Licht benötigen. Das ist viel praktischer als ein Reif auf dem Kopf.« In der Satteltasche steckte die Stickerei, die sie für Taran angefangen hatte und die sie unterwegs beenden wollte. »Vielleicht«, fügte sie hinzu, »kann ich das mit Hens Augenfarbe in Ordnung bringen.« Flevturs Reittier war die riesige goldbraune Katze Lian. Als sie den Barden erblickte, schnurrte sie laut, und Flevtur hatte Mühe, sich der zärtlichen Begrüßung zu erwehren, die ihn beinahe umwarf. »Liebes altes Mädchen«, rief er, als die Katze ihm den dicken Kopf auf die Schulter legte, »ich weiß, du möchtest, dass ich dir etwas auf der Harfe vorspiele. Ich tue es später, ganz bestimmt.« Glev hatte Lian sofort erkannt. »Das ist gemein«, schniefte er, »schließlich gehört sie mir.« »Ja«, entgegnete Flevtur, »wenn man bedenkt, dass du ihr damals dieses widerliche Gebräu gegeben hast, damit sie größer wird. Wenn du willst, kannst du sie gerne reiten. Allerdings würde ich an deiner Stelle vorsichtig sein. Lian hat ein Gedächtnis, das länger ist als ihr Schwanz.« Lian hatte Glev bereits entdeckt und schlug heftig mit dem prächtigen Schwanz. Sie beäugte den fetten kleinen Mann mit ihren gelben Augen, ihre Schnurrhaare sträubten sich und ihre buschigen Ohren legten sich flach an den Kopf. Tief aus dem Hals kam ein Geräusch, das ganz und gar nicht so klang wie das sanfte Miauen, mit dem sie den Barden begrüßt hatte. Sogleich zupfte Flevdur einige Töne auf der Harfe und Lian ließ von Glev ab, verzog das Maul zu einem breiten Grinsen und blinzelte dem Barden zärtlich zu. Glev war sehr blass geworden und wich entsetzt zurück. »Als ich ein Riese war«, murmelte er, »da war doch alles viel besser.« König Run sattelte seinen Apfelschimmel, und da Koll, der Gwydion ebenfalls begleiten wollte, den Rotfuchs Lamrei nahm, musste Glev zusammen mit Gurgi auf dessen zerzaustem Pony reiten. Allen drei war dies höchst unangenehm. Taran und Koll fehlten. Sie suchten in Ställen, Schuppen und in der Schmiede nach Waffen. »Wenig genug haben wir ja«, erklärte Koll. »Diese Speere hier haben mir als Bohnenstangen gute Dienste geleistet«, fügte der stämmige Krieger bedauernd hinzu. »Ich hatte gehofft, ich würde sie nie mehr für etwas anderes benutzen müssen. Und die einzige Klinge, die ich Gwydion geben kann, ist völlig verrostet, weil ich eines der Apfelbäumchen damit gestützt habe. Außer meiner Ledekappe gibt es auch keine Helme. Und in ihr brüten die Sperlinge. Ich will sie nicht stören.« »Gut, dass mein alter Schädel hart genug ist«, fügte er grinsend hinzu. »Aber du, mein Junge, siehst aus, als wenn dir die Rüben erfroren wären.« Koll hatte sehr wohl Tarans sorgenvolles Gesicht bemerkt. »Dabei«, fuhr er fort, »erinnere ich mich noch genau an die Zeit, als ein gewisser Hilfsschweinehirt Feuer und Flamme gewesen wäre, hätte er mit Fürst Gwydion reiten dürfen.« Taran lächelte. »Ich würde selbst nach Anuvin reiten, wenn Gwydion es zulassen würde. Was du sagst, ist wahr, alter Freund. Für den Jungen, der ich einst war, wäre dies ein kühnes, ruhmvolles Abenteuer. Doch habe ich gelernt, dass das Leben eines Menschen schwerer wiegt als Ruhm und dass der Preis, den man mit Blut bezahlt, sehr hoch ist. Mein Herz ist schwer«, fügte er hinzu. »Vor langer Zeit bist du einmal nach Anuvin geritten, um Henwen zurückzuholen, die man dir gestohlen hatte. Sage mir, welche Aussichten hat Gwydion allein in Aravens Reich?« »Kein Mann hat bessere«, sagte Koll und nahm die Speere auf. Doch bevor es Taran klar war, dass der alte Krieger ihm eigentlich gar keine Antwort auf seine Frage gegeben hatte, war Koll verschwunden. Ker Dalben lag weit hinter ihnen und der Tag neigte sich, als die Gefährten tief im Waldesdunkel rasteten. Ailonvi warf sich glücklich auf den Boden.
Es ist lange her, dass ich auf unbequemen Wurzeln und Steinen geschlafen habe, rief sie fröhlich. Was für eine angenehme Abwechslung nach diesen weichen Betten. Gudjon erlaubte, dass ein Feuer entzündet wurde, und während sich Koll um die Pferde kümmerte, öffnete Gurgi seinen ledernen Vorratsbeutel, der niemals leer wurde, und verteilte das kärgliche Mahl. Die Gefährten schwiegen. Sie waren steif vor Kälte und von dem langen Tagesritt. Doch König Run hatte seine gute Laune nicht verloren. Die anderen drängten sich um die hellen Flammen, er aber zeichnete mit einem Zweig Linien auf den Boden. »Diese Hafenmauer«, sagte er eifrig, »ich glaube, ich weiß jetzt, was schiefgelaufen ist.« »Ja, genau, und so müsste man die Sache anfangen.« Taran saß auf der anderen Seite des Feuers und sah die leuchtenden Augen Runes und sein unbekümmertes Gesicht. Aber Run, das fühlte Taran, war nicht mehr der schwache Prinz, den er auf der Insel Mona kennengelernt hatte. Genau wie Run sich in seine Baupläne verbissen hatte, so hatte sich Taran in seine Arbeit an der Esse, am Webstuhl und am Töpferrad verbissen. Und war Run gereift, während er ein Königreich regierte, so war es Taran durch seine Arbeit unter den tüchtigen Leuten der freien Komoots. Er betrachtete Run nun mit anderen Augen. Der König von Mona sprach weiter über seinen Plan und Taran verfolgte die Zeichnung auf der Erde genauer. Er lächelte. Etwas hatte sich nicht geändert, merkte er. Wie früher überstiegen die Pläne des Königs von Mona weit seine Fähigkeiten. »Ich fürchte, deine Mauer wird einstürzen, wenn du sie so baust«, sagte Taran und lachte gutmütig. »Schau her«, er deutete auf die Zeichnung. »Die schweren Steine müssen tiefer in den Boden versenkt werden. Und hier...« »Erstaunlich«, Run schnippte begeistert mit den Fingern. »Richtig! Du wirst mit nach Mona kommen und mir helfen.« Er begann sofort, neue Linien zu zeichnen und war so eifrig bei der Sache, dass er beinahe kopfüber in die Flammen gestürzt wäre. »O großer, lieber Herr«, schrie Gurgi, der dem Gespräch aufmerksam gefolgt war, ohne jedoch genau zu verstehen, was die Freunde besprachen. »O, kluges Bauen und Planen! Gurgi möchte auch so klug sein!« Gudjon ermahnte sie, leiser zu sprechen. »Unser Feuer ist gefährlich genug, auch ohne den Lärm, den ihr macht. Ich hoffe nur, dass Aravens Häscher nicht in der Nähe sind. Wir sind zu wenige, um auch nur eine Handvoll von ihnen zu widerstehen. Sie sind keine gewöhnlichen Krieger.« Als Gudjon Runes fragenden Blick bemerkte, fügte er hinzu. »Sie sind üble Burschen. Wenn du einen von ihnen erschlägst, so wächst die Stärke der anderen.« Taran nickte. »Sie sind genauso grausam wie die Kesselkrieger«, warnte er Run. »Diese stummen Mordknechte Aravens, die Anuvin verteidigen. Die Kesselkrieger können nicht getötet werden. Doch schwindet ihre Stärke, entfernen sie sich zu weit von Aravens Reich oder bleiben sie zu lange fort.« Run blinzelte unsicher. Gurgi verstummte und warf ab und zu besorgte Blicke hinter sich. Die Erinnerung an die mitleidlosen Kesselkrieger ließ Taran wieder an die Prophezeiung Ken Vents denken. »Die Flasche Dürnwinds wird verlöschen«, murmelte er. »Doch wie sollte Aravn dies erreichen? Ich glaube nicht, dass er überhaupt die Macht hat, das Schwert zu ziehen.« »Eine Prophezeiung beinhaltet mehr, als die bloßen Worte ausdrücken«, bemerkte Gudjon. »Suche nach der Bedeutung, die unter ihnen verborgen ist. Für uns ist die Flamme so gut wie erlöschen, wenn Aravn das Schwert für sich behält. Dürnwinds Kräfte sind für uns wertlos, wenn es für immer in den Schatzgewölben Anuvins verborgen ist.« »Schatz?« Glaive hörte genau so lange mit dem Kauen auf, wie er Zeit brauchte, das Wort auszusprechen. »Das Reich des Todesfürsten ist zugleich eine Schatzkammer und eine Festung des Bösen«, sagte Gudjon. »Lange wurden in ihr all die nützlichen Dinge gehortet und angehäuft, die Aravn in Prydain gestohlen hat. Diese Schätze nützen ihm nichts. Sein einziges Ziel ist, sie von uns fernzuhalten, damit wir unsere Kräfte verzehren. Wir hätten reichere Ernten und ein glücklicheres Leben, besäßen wir die Geheimnisse.« Gudjon schwieg. »Ist dies nicht der Tod, nur in einer anderen Verkleidung?« »Ich habe gehört«, warf Taran ein, »dass die Schatzkammern von Anuvin alles enthalten, was die Menschen nur wünschen können. Pflüge sollen dort liegen, die von allein arbeiten, Sicheln, die die Halme mähen, ohne dass eine Hand sie zu führen braucht, Zauberwerkzeuge und anderes. Denn Aravn stahl die Geheimnisse der Schmiede und Töpfer, die Kunst der Ackerbestellung und der Viehzucht.
Alles Wissen ist für immer in Aravens Gewölben verschlossen. Glev schmatzte. Er vergaß zu essen und schwieg eine Weile, dann räusperte er sich. Ich werde euch alle Demütigungen und Unverschämtheiten vergessen. Als ich noch ein Riese war, hätte das sowieso nicht geschehen können. Aber macht nichts, ich vergebe euch. Und um euch meinen guten Willen zu beweisen, werde ich mit euch reisen. Gwydion sah ihn durchdringend an. Warum eigentlich nicht? Sagte er schließlich. Natürlich, stimmte Fleftur zu. Dieses unverschämte Wiesel will nur schnüffeln. Ich kann schon sehen, wie seine Nase zittert. Und ich hätte nie gedacht, dass einmal der Tag kommt, an dem ich froh bin, dass er bei uns ist. Aber ich denke, dies ist klüger, als wenn wir ihn im Rücken hätten. Glev lächelte süßlich. Ich vergebe auch dir, sagte er.